Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trouble in Terrorist Town, das Dreifache T. Mit dabei sind Charlie, Enno und Juli von Yoshano. Hey. Hallo, ich bin Enno. Charlie? Ja, hey! Und der gute Hex. Hallo. Und Charlie ist auch noch dabei. Ist es dir aufgefallen? Ja, ich ist mir aufgefallen. Genannt. Du bist wunderbar. Juhu. Alter, was ist das für eine Scheiße-Map, die ich hier ausgewählt habe? Enno, nein, Enno! Nee, das Teil ist runtergegangen, jetzt habe ich aus irgendwelchen Gründen... Oh, doch, es bringt dich... Oh, das ist eine Sackgasse. Wie geil! Ey, warum bringt ihr mich um? Arschlöcher. Ich dachte, es macht nichts. Egal, du bist ja wieder gespawnt. Oh, ah, Schande, das hat noch gar nicht angefangen? Ach so, okay. Nee, das hat ja noch gar nicht angefangen. Deswegen bist du ja eh respawned worden. Ich dachte, das war eine Traitor-Waffe. Nee. Das war keine Traitor-Waffe, das war die Decke, die runtergegangen ist. Wieso ist die Decke runtergegangen? Das verkackten Kisten überall. Weil hier so eine Säule ist und die geht eben hoch, wenn man dagegen läuft. Weißt du, was das Geile hier ist? Selbst wenn du siehst, dass jemand getötet wird, kannst du nicht wissen, wer wen getötet hat, weil du die Namen nicht siehst. Das stimmt. Mhm. Das ist das Krasse. Oh. Ist das so? Juli? Juli? Nein, ich bin kein Traitor. Bist du dir der sicher, ja, Juli? Ich hab's nicht gesehen, Mann. Ich hätte Charlie 100.000 Mal töten können. Ich bin so lange hinterhergelaufen. Verstehe. Ich hab's voll die ganze Zeit mit. Jetzt ist es hochgegangen. Oh Gott, dieses Labyrinth. Ja. Oh, der erste ist tot, der erste ist tot, der erste ist tot. Hex, der erste ist tot, dann ist was. Hä? Hat das irgendjemand gesehen? Was wird das gewesen sein? Ich hatte gerade noch einen Grund, Dennis zu rufen. Was geht mit dir? Der ist tot. Juli ist tot. Ey, lasst euch mal Zeit, Buddies. Ich höre wieder deine Tastatur. Mikrofon muted. Und dein... habe ich auch gehört. Jetzt kann ich sagen, ich bin ja gemütet. Ach da! Ach ja, ich soll ja nicht mehr fliegen. Diese Dreckigen, das darf doch nicht wahr sein. Warte mal kurz. Ich wusste es. Ich weiß nicht mehr, warum ich es wusste, aber ich wusste es. So. Wie kommen wir jetzt da? Gar nicht. Ich komme gar nicht da. Ach ja, genau. Nein. Nice. Mikrofon activated. Oh Mann, ey. Juli, weißt du was? Ich glaube, ich habe es gesehen, sogar? Oder wie war's? Ich weiß nicht mehr genau, warum ich es wusste, aber ich wusste es. Oh geil, ich konnte dich doch töten. Da war irgendwas. Irgendwas war gewesen. Ich glaube, du hast irgendwas gesagt und daher wusste ich das. Nein. Ich habe einfach nur das Panel in die Luft gejagt, wo Hexer drüber gelaufen ist. Aber woher wusste ich das denn? Ach, diese roten Dinger kann man in die Luft. Es gab irgendeinen Hinweis. Ja. Ein Hinweis. Doch. Eigentlich nicht. Ja, ich komme ja nicht einfach so auf die Idee. Das wüsste ich. Ja, doch. Nee. Schon. Baby, don't help me. Leute, unhört. Genau, lauter. Singt. No singet, more. Leute. No singet. More. Waffe ist kacke. Gibt's ja auch noch irgendwelche. Wenn irgendwer hört, wie ich spiele, ohne zu hören, was ich höre, klingt das bestimmt total seltsam. Ja? No more. What is love? No more. Was war das? Die Malle noch? Miau. Ja, Juli, Charlie? Ich hab doch nicht geredet, Mann. Ja, das ist immer so automatisch, wenn man euch beide... Man muss euch beiden gleichzeitig nennen. Ah, das ist so ein Muss, oder wie? Ja. Ah ja, okay. Ja. Ich komm hier nicht... Wusstest du das noch nicht? Nee, wusste ich noch nicht. Weißt du's? What is love? Baby, don't hurt me. Ah, die Kisten nerven. What is wrong? Ja, die nerven wirklich. Das ist wahr. Wrong with you. Oh, nice. Diege und Shotgun. Jetzt verstecke ich mich einfach bei irgendwelchen Kisten. Oder machen wir hier im Rauch, der hier. Das Ding ist ja, man weiß ja gar nicht, was man hier jetzt als. Wow, das ist ein richtig geiles Waffenarsenal hier, Hex. Geil. Mhm. Und ganz viele. Smoke Bennett! Oh, ich mag Melonen. Roll. Das hat mir voll meinen Spaß weggenommen. Also seit ich weiß, dass die roten Teppiche da Bomben sind, will ich da nicht mehr drüber laufen. Ich weiß, das ist nicht gerade. Danke, Dennis. Du hast mir meine Unschuld geraubt. Bitte was? Also die, das... Wenn es doch wahr wäre. Respekt, Dennis. Der Unschuldigkeitsteppich. Wann? Ja, das wüsstest du gern.
Da war dieses eine Mal, alles weißt du. Mit jemand mit Melon. Ex? Alles intime Geheimnisse, die darf ich nicht verraten. Das ist so in unserem Geheimhaltungsakt. Sonst komme ich in den Knast. Geheimhaltungsakt, ich verstehe. Ja, es war kein geheimer Akt. Das war, es ist voll korrekt. Ich weiß gar nicht, was du hast. Auf zu lachen! Was? Hey, wie komme ich hier dann weg? Ich finde, wir sollten die Melonen nicht mehr zerstören. Ich hab mir verlaufen. Wieso? Wieso ist das Trader Fall? Weil man als Toter durch die Melonen durchrollen, mit den Melonen rumrollen kann. Achso, ja, dann lassen wir die drei. Kannst du nicht auch als Kiste rumhüpfen? Ja, schon. Aber die Kisten sind schwieriger. Weil die nerven mich. Oh, das ist schlau. Ich springe die ganze Zeit rüber. Ja, ehrlich? Ja. Dennis, na, wie war er? Geheimhaltungsakt. Wie macht man denn die Säulen da weg? Puh. Mit E. Und dann musst du schnell unter durchlaufen, weil die kommen wieder runter. Okay. Genau. Das steht Juli. Ein Juli. Ich glaube, da ist einer gestorben. Hey, Charlie. Das wäre voll passend gewesen, oder nicht? Hey, listen. Nein. Enno, komm. Ich warte auf dich, Enno, komm. Nein! Pass auf! Nein! Ich darf nicht! Ah! Beste Runde ever. Ich hatte nicht gedacht, dass da so viele auf dem Haufen stehen! Außerdem dachte ich, Charlie schießt mit! Du siehst absolut alles. Ja, schon, aber ihr könnt ja meinen Namen durch das Glas nicht lesen. Yeah, baby, don't hurt me! Okay. Die Map heißt übrigens Glaslabyrinth. Ja, das wissen wir. Ich weiß. Ich ja, die Map für die Zuschauer. Ach so. Ich rede nicht mit euch. Oh ja, tut mir ja leid. Wie konnten wir nur... Alleine, Juli und Charlie zu Anfang. Oh, da ist die Glaslabyrinth-Map. Lass sie nehmen. Charlie, paar Minuten später, die Map ist scheiße. Ich hab nie gesagt, dass die Map scheiße ist. Doch, eben gerade. Oh, hey, Hex. Ach, so was nachher gesagt. Was ist los? Hä? Ich mag die Map. Warte, ja, ich werde Traitor. Er wird Traitor. Also, lauf! Prozentig Traitor. Ex? Ludwig's Kind. Ernsthaft? Es darf doch nicht wahr sein! Ex. Ach, dreckigen. Ja, was? Wie spürst du das? Hex ist es! Ex war's. Dankeschön. Das heißt, Charlie ist da. Ja, Annie, genau. Dreckige. Oh Mann! So, Charlie, wo bist du? Warte, Dennis? Charlie, ich hab gehört, du bist der andere Traitor. Deswegen, du bist der andere Traitor, deswegen musst du dich jetzt töten. Aber ich bin, sehr für Frieden, deswegen hau ich ab. Hey, na? Du brauchst nicht zu mir kommen, ich werde dich nicht töten. Das Schöne ist, diese Engine kann durch Wände durch. Ja, stimmt übrigens. Oh, Hex, du Dreckiger! Geht bloß weg, wenn startet. Ich trau dir nie wieder. Nie wieder. Das ist so krass, ich werd Traitor, Mann. Er ist auch nur Traitor geboren. Wisst ihr, was das lustige letzte Folge war, was mir aufgefallen ist? Ich will die auch nicht. Juli hat das dann genauso wiederholt mit Hahaha, ich werde Traitor und dann wurde auch wieder Traitor mit mir zusammen. Stimmt. Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ich bin immer fahren. Sackgasse. Wer das mitgekriegt hätte, hätte auch. Ich bin ihm hinterhergerannt und hab dann, ich werde jetzt zwölf, und dann habe ich O gesagt. Und dann habe ich ihn erschossen. Echt? Ja. Du hast O gesagt? Ich hab noch O gesagt. Ich hab's so gesehen, your fellow traitor, Juli. Hm. Alles klar. Das ist irgendwie so ein Ding, irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie ist das lustig. So ein Fluch oder so. Ja. So. Wie komm ich hier raus? Ich hab mir verlaufen. Du hast hier verlaufen. Hey, ich drück gar nicht ihr und die Dinger kommen trotzdem, die fahren trotzdem hoch. Ist ja fast wie die Psycho-Arena. Ja, ich glaube die. Verläufst du dich da auch immer? Nur immerhin zum Glück nicht mit einem genauso schweren Endboss. Oh, diese Psycho-Arena. Oh Gott. Ja, die war grausam, ne? Die war widerlich. Na? Erst recht, du konntest da die Wände nicht mal sehen. Was soll man denn in dieser Map mit einer Rifle? Ah. Mit der Rifle hab ich übrigens dich vorhin getötet. Toll, danke. Na, so nebenbei. Also Juli. Du hast mich umgebracht? Von dir. Ja. Ach ja. Dreckigen.
Hey, wen haben wir denn da? Oh! Hallo. Weiß ich nicht. Hey. Hallo. Enno, hey, was? Na? Hey, na? Oh. Unschuldig. Wir haben noch eine Rechnung offen. Oh. Hex kann nicht Traitor sein, er hat sich hey. Nur angeschaut. hast du gerade geschossen? Nein. Überhaupt nicht. Hex, hast du gerade geschossen? Ich hab nichts gemacht. Dennis tötet mich, nein! Ah, hier, Dings ist das. Ich hab nachgeladen. Der Typ hinterm Glas. Nice. Hex, weißt du, wer ist gerade gestorben? Das war wahrscheinlich Judy. Nein. Okay. Kein Zweck. War das nicht? Das könnt ihr genauso gewesen sein. Ihr kommt dann nämlich vom Glas aus auch durch ran. Hau ab, Dennis, hau ab. Ganz ehrlich, hau ab. Dennis, töte sie. Ich hab Hex auf meiner Seite. Warum? Töte sie. Also, nein, ich meine, warum soll ich abhauen? Töte sie! Oh, warte! Okay. Warte, das ist eigentlich eine voll gute Idee! Das ist eine super Idee! Ah, ne? Hier ist die Waffe ein bisschen overpowered. Ist euch das aufgefallen? Schade, ich hab nicht getroffen. Vielleicht doch nicht so overpowered, Kisten. Wie ich dachte. Na, komm doch her! Ich bring dir um! Komm her, ich hab hier eine Falle. Eine Traitor-Falle, ich werde dir auch. Ja, bestimmt. Nein, ich muss nachladen! Komm her, Charlie! Okay, Rudy. Bring mich selber um. Ich bin nein! Schon wieder. Mikrofon muted. Das ist scheiße. Ey, Dennis, weißt du, was krass ist? Wenn du dich auf ein rotes Ding stellst und dich selbst in die Luft jagst. Stimmt, das wäre voll krass. Dann wärst du zum Engel oder zu einer Fee. Wie wär's mit einer Fee? Willst du eine Fee werden? Nee, Feen sind eine scheiße. Fee. Ey, eine Fee. Männliche Feen sind voll schwul. Magic Hand. Find, das würde dir stehen. Flügel würden dir stehen. Komm, los. Nein, ich bin nicht schwul. Würdest du es aussehen damit? Du solltest es mal probieren. Als ob. Ah, komm schon, zieh es in Erwägung. Ja, mache ich kurz und nein. Aber Dennis. Nee. Könntest fliegen. Und man könnte dich mit einer Waffe wegschießen und andere damit töten. Mhm. Nein. Gut. Wäre das nicht cool? Richtig, das wäre nicht cool, das stimmt. Das wäre so richtig cool. Dann wärst du die einzig wahre. Das so. Kannst dich auch den Wings Club oder so. Ich hab sie zum Suchen noch. Nein! Mein gehabt. Weiß. Oh, endlich! Endlich stirbt die einfach mal! Boah, ist die nervig! Oh, ey! Ja, sorry, Juli, ich hab versucht, dich noch zu finden, aber ich hab dich nicht gefunden, nur sie dich umgebracht hat. Ich glaub, du bist an mir vorbeigelaufen. Ach, bist das hier? Vorhin. Nee, das ist Hex. Nee, ich war mehr am Rand. Ich glaub, du bist an mir vorbeigelaufen, ist aber nicht stimmt. Wieso starten wir hier alle zusammen? Ist das nicht ein bisschen suboptimal? Hallo, Wanda! Oh, Hex, ey! Kannst du nicht mehr so freundlich sein und einfach sterben, wenn ich dich töten will? Nee. Vor allem, ich gerade so, oh nein, Dennis tötet mich. Ah, Dennis tötet mich jetzt wirklich, oh. Ja. Ich hab nicht mal mitbekommen, dass Enno gestorben ist. Ich auch nicht, ich hab nicht mitbekommen, dass überhaupt wer gestorben ist. Das war so, weil ich so mit drin so rumgescherzt habe, so, oh, er tötet mich wirklich. Ah, ich bin innocent. Ja. Jetzt ist bestimmt aber wieder egal. Hex-Traitor und tötet mich gleich. Ich hatte Spaß. So. Aber Juli, ist es dir aufgefallen? Nachdem Hex dich wieder so getötet hat, haben wir beide wieder Traitor. Ja, das stimmt. Da habe ich mir auch so gedacht. Da dachte ich so, irgendwie ist das so ein Ding von uns. Hex. Das ist die Rache. Wer hat Hex überhaupt getötet? Warst du das? Ja, muss ja, ne? Ja, schon Hex habe ich dann mit dem Lukas getötet. Ach ja, den Zug, nice, stimmt. Du hast mich gerecht. Das ist wenigstens etwas. Dann hast du das doch auch probiert. Ja. Ich habe aber nicht mitgekriegt, dass wer da gestorben ist. Ich dachte, ich probiere es einfach mal, weil es durch Wände geht. Hat nicht so gut geklappt. Ah, oh, das Kätzchen ist so süß. Irgendwann. Ich kündige. Ich glaube, Juli ist tot. Keine Lust mehr.
Und dann. Nice. Das ist doch scheiße. Weißt du, was bei diesen roten Teppichen extrem gefährlich ist? Du weißt nicht, ob das gerade einer von dir ist oder ein anderer. Das mag sein, ist aber totaler Bullshit, was du da erzählst, weil dann später nice. Siehst du den hübschen Tiger im Kopf. Mikrofon aktiviert. Da kam noch mal so ein Zug. So, lass uns zusammen verbrennen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie so, wer 90% der Zeit in dieser Folge tot bin. Ja, ich auch. Das müsste dann Charlie gewesen sein. So. Du hast wirklich getötet, ne? Toll, danke. Ja. Ich wusste aber nicht, dass du das bist. Ich wollte gerade noch sagen, da guckt mich gerade einer so durch die Scheibe an. Das war ich. Ja. Aber ich dachte, das war Dennis, weil Dennis gerade irgendwie angefangen hat, was zu sagen und dann hast du geschrien. Weil die roten Pets sind eigentlich okay. Ist das Problem ist, du kannst halt nicht sehen, ob das ein Traitor. Ach doch, klar, da steht ein Tier über den, ja. Oder ne? Ja. Ja. Dam, dam, dam. Okay, dann nehmen wir aber mal keine Engine mehr. Okay? Keine Thomas-Lokomotive. Die ist ein bisschen hart hier, ja. Ja. Wäre tatsächlich, glaube ich, fair. Hä, wieso hänge ich denn? Hallo, hüpf doch. Hüpf doch, du Sau. Ja, wer guckt mich jetzt an und will mich töten? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber das reicht. Ach, Juli. Was ist passiert? Ich brauche eine genaue Erklärung. Bitte. Soldat. Oh. Annie? Hilfe. Wow. Oh Gott, wie hat die ganze Welt vibriert? Annie? Ja, vor allem irgendwie kann ich nichts machen. Grad. Vibriert noch zu doll. Ja, irgendwie war es dann genauso. Man darf die Dinger nicht mehr hochfahren. Jetzt ist er oben, jetzt traue ich mich aber nicht mehr runter zu laufen. Ja, das gleiche hatte ich auch gerade. Ich hab's aber hinbekommen. Ich auch nicht. Schade. Die Idee war gut, aber ja, ist nicht gut gelaufen. Ist recht, hast du Hex hast du nicht erwischt, ne? Nein. Der müsste doch irgendwo rumgeistern. Ich finde lieb und nett. Das ist das Problem, Hex. Das ist das Problem. Genau. Nein, nicht. War doch schon drüber! Die Explosion geht halt ein bisschen. Oh, der Server ist abgekackt. Ich kann dich bewegen. Disconnect mit dem Server. Ja, okay. Ja, liebe Leute, das war's dann wohl erstmal für diese Folge. Wir melden uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Was passiert?